Hallo aus Bar, liebe Motorsportmagazin.com Leser. Heute habe ich leider keine echte Kuh hinter mir. Ich musste ein bisschen vom Wetter fliehen. Wäre etwas gefährlicher geworden, wenn ich näher an die Strecke rangefahren wäre für den Videoblog, um dann die richtigen Kühe im Hintergrund zu haben. Nichtsdestotrotz, die Kuh ist da, zwar aus Holz. Wir sprechen auch gleich über den Kuhhandel. Viel lieber hätte ich natürlich jetzt zum Rückrundenauftakt über Vettel Hamilton gesprochen. WM-Duell geht weiter. In den Ardennen auf einer wunderbaren Strecke. Schlechte Wettervorhersage, was natürlich gut ist fürs Rennen und freut uns natürlich immer in Spa. Es kam leider ganz anders. Der Donnerstag in Spa war überschattet von einer Nachricht von Force India. Es sah zwischenzeitlich mal danach aus, als könnte das Team überhaupt nicht teilnehmen am Rennen, vielleicht am Rest der Saison. Und dann gab es eben einen Kuhhandel. Viele werden schon mitbekommen haben, Force India ist nicht mehr Force India. Force India ist jetzt Racing Point Force India, das hat sich umbenannt, das Team. Es hat alle Punkte verloren, die bislang in der Formel 1 Saison 2018 eingefahren wurden. Jetzt fragen sich viele, was ist da passiert, wieso verliert das Team alle Punkte, nur wenn da ein bisschen was am Namen geändert wird und so weiter. Es ist der angesprochene Kuhhandel, denn letztendlich hat man sich dazu durchringen können zu einem Kompromiss. Und der Kompromiss sieht eben so aus, dass das Team alle Punkte verliert, dafür aber starten darf. Ja, was hat man jetzt insgesamt davon? Wieso muss man da überhaupt einen Kompromiss schließen? Kann man nicht einfach sagen, ja, ist doch schön, dass das Team gerettet wurde, jetzt lassen wir sie fahren und so weiter. Ganz so einfach ist es leider nicht, wie immer in der Formel 1. Streng genommen ist es ein neues Team, das dabei ist. Denn das alte Team, das war zahlungsunfähig und jetzt hat es neue Eigentümer und ja, eben im rechtlichen Sinne ist es dann eben ein neues Team. Und in der Formel 1 kann man nicht nur das Team an sich kaufen, das heißt die Autos, die Zeichnungen für irgendwelche technischen Teile, die Fabrik und so weiter, sondern es gibt auch noch zwei essentielle Sachen. Es gibt einmal die Startlizenz, dass man überhaupt teilnehmen darf, das ist eine Sache von der FIA, und es gibt die kommerziellen Rechte, das heißt, man muss dazu berechtigt sein, überhaupt an dieser ja, Verteilung der Preisgelder teilzunehmen. Das ist nicht so ganz einfach, das sind auch zwei unterschiedliche Sachen, also Startlizenz und Geld, die Lizenz Geld zu bekommen. Haas zum Beispiel hatte das ja auch am Anfang, als sie eingestiegen sind, haben nicht gleich partizipiert an diesem Ausschüttungsverfahren. Es sind da viele Millionen durch die Lappen gegangen. Und jetzt ist es natürlich so, ein neues Team, das wir ja de facto jetzt haben, dürfte dann eigentlich auch nicht teilhaben an dieser Ausschüttung. Das hätte allerdings dann wieder den Tod bedeutet, weil wenn diese extra Millionen, man spricht ungefähr von gut 30 Millionen, die da jetzt gefehlt hätten, wenn es so nicht so gekommen wäre, weil ohne diese extra Million hätte wahrscheinlich sich Lawrence Stroll, der das Team ja gekauft hat, vielleicht ein bisschen anders überlegt. Insofern war das eine Make-or-Break-Sache. Wenn man nicht teilhaben kann an dieser Ausschüttung, dann würde das Team vielleicht doch sterben, nachdem sie ja in der Sommerpause dann mal gut aussah. Vielleicht alle, die das nicht mehr so ganz im Kopf haben oder nicht mitbekommen haben. Force India ist beim letzten Rennen, musste vor dem letzten Rennen Insolvenz anmelden. In der Sommerpause ist dann okay. Es gab einige Interessenten. Lawrence Stroll, der ein Konsortium anführt, hat das Verfahren gewonnen, hat den Zuschlag erhalten und dann sah es eigentlich ganz gut aus, aber eben nur, wenn es auch Geld gibt fürs Starten und für Erfolge. Da mussten alle Teams letztendlich zustimmen. Nicht alle waren so happy. Ich habe vorhin Haas erwähnt, die haben tatsächlich nichts dagegen gehabt. Für die war das okay, denn man muss ja auch im großen Sinne denken, es würde ein Team fehlen in der Formel 1. 20 Autos ist eh schon nicht besonders viel in der Startaufstellung. Es geht auch um 400 Arbeitsplätze bei Force India, das darf man auch nicht vergessen. Wir reden hier immer über Sport und sportliche Tragödien, was auch immer, aber es gibt natürlich auch Menschen, die dahinter stehen. Insofern, dessen waren sich alle bewusst, allerdings wollte man trotzdem nicht eine Anarchie haben. Das heißt, es gibt ja Regeln und die sind ja auch aus irgendeinem Grund da und man kann die nicht einfach so umgehen und sagen, ja, jetzt scheiß mir mal auf alles, sondern das muss ja in geordneten Bahnen letztendlich ablaufen. Williams war eins der Teams, das sich da quergestellt hat, was man so hört, McLaren, Renault, die waren auch nicht so ganz happy damit. Jedenfalls, wieso hat man jetzt diesen Kuhhandel gemacht und so weiter? Am Ende haben alle Teams zugestimmt, aber nur mit so einem kleinen faulen Kompromiss. Der Kompromiss ist, dass Force India alle Punkte gestrichen werden, dem alten Force India Team. Es ist ein komplett neues Team jetzt auch in der WM, das andere wird komplett rausgestrichen aus der Liste. Es gibt weiterhin 10 Teams und Racing Point Force India startet dann eben mit 0 Punkten. Hat natürlich auch finanzielle Auswirkungen, egal wo man jetzt landen wird, wie man in den letzten 9 Rennen nach der Sommerpause noch punkten wird. Auf Platz 4 wie im letzten Jahr wird es auf jeden Fall nicht mehr reichen. Ich glaube, so weit kann man sich aus dem Fenster lehnen. Und dementsprechend fehlen natürlich auch Preisgelder. Egal wo sie landen, sie werden nicht mehr so gut sein wie zuvor. Und dadurch kriegen sie weniger Geld.
Weniger Geld ist natürlich bei weitem nicht so schlimm wie gar nicht teilhaben. Insofern der angesprochene Kuhhandel. Racing Point Force India, das Force India steckt immer noch drin, damit man rechtlich auch dazu in der Lage ist, an diesem Verfahren wieder teilzunehmen, um die Punkte, um die Preisgelder zu kassieren. Das wird auf kurz oder lang dann irgendwann noch in den nächsten Jahren aus dem Namen komplett verschwinden, wahrscheinlich. Im Endeffekt ist der Name natürlich Hohn Racing Point. Point, Punkte hat das Team nicht, Inder hat das Team auch nicht mehr. Also insofern ein relativ komischer Name jetzt für alle, die sich wundern, aber hat die besagten Gründe. Im Team Vijay Mallya gibt es natürlich nicht mehr. Mit ihm ist auch Bob Fernley gegangen, der Deputy Team Principal, der ein Vertrauter von Vijay Mallya war. Ottmar Schaffnauer hat das Ganze übernommen jetzt als Teamchef und auch als CEO, also als Geschäftsführer von Force India. Nicht ganz überraschend auch. Die ganz große Frage ist, wie sieht es jetzt bei den Fahrern aus? Im nächsten Jahr, ich glaube, da sind wir uns alle einig, wird Lance Stroll wahrscheinlich im Cockpit sitzen. Deshalb hat der Papa ja auch das Team gekauft. Auch wenn es Lance Stroll nicht so bestätigen wollte, der war ja in der FIA-Pressekonferenz und er hat gesagt, ja, es ist eine Business Decision von seinem Vater. Mal schauen, was der so alles entscheidet. Der hat eine Great Business Opportunity gesehen, den Kauf des Teams. Wir wissen alle, der hat auch ein gutes Cockpit für den Sohn im nächsten Jahr gesehen. Die Frage ist, im nächsten Jahr oder eben schon jetzt, und das ist der springende Punkt, viele meinen, dass Lance Stroll schon in Monza, also das heißt in einer Woche, im Williams sitzt und dann kommt es zu einer großen Rochade, im Force India sitzt er schon, da müsste natürlich bei Force India einer weg. Und der eine wäre wahrscheinlich Esteban Ocon. Sergio Perez hat uns schon erzählt, ja, er weiß schon ganz genau, was er im nächsten Jahr macht. Er wollte noch nicht genau sagen, was, aber es ist höchstwahrscheinlich dieses Racing Point oder Force India, was auch immer, was wir jetzt sagen. Der wird wahrscheinlich beim Team bleiben, ist da safe. Esteban Ocon nicht so ganz. Der müsste vielleicht dann einen Monza schon sein Cockpit räumen. Ist natürlich alles nicht ganz schön für Mercedes, wenn der Junior dann irgendwie ein Cockpit verliert bei Force India. Deshalb, dieser Deal könnte nur zustande kommen, Lance frühzeitig zu Force India, wenn auf der anderen Seite ein Cockpit frei würde für Esteban Ocon. Und dieses Cockpit könnte dann bei McLaren frei werden, wenn man sich den Stoffel van Dorn entledigen könnte. Denn ganz zufrieden ist man mit dem nicht, das hat man ja schon durchklingen lassen. Ich habe Stoffel gefragt, ist das hier dein letztes Rennen? Das ist natürlich Heimrennen nicht die schönste aller Fragen. Aber er hat gesagt, er hat keinen Zweifel daran, auch für den Rest der Saison im McLaren-Cockpit zu sitzen. So ganz überzeugt hat sich das nicht angehört, wenn ich ehrlich bin. Er sah nicht unbedingt glücklich aus, nicht so wie man jetzt erwarten könnte beim Heim-Grand Prix. Sind wir mal gespannt, was da passiert. Bei Williams würde dann natürlich auch ein Cockpit frei werden und die haben natürlich einen Ersatzfahrer mit Robert Kubica und dann könnte es vielleicht so zum Comeback kommen. Die ganz große Frage, wenn man so will, mein Fahrer ist natürlich das, was die Fans interessiert, aber es interessiert die Fans natürlich auch, wie es anderen Teams geht. Und Force Indias Freude ist vielleicht Williams Light, denn dort ist ja Lawrence Stroll und Lance Stroll aktuell involviert, scheffeln da viel Geld rein, wenig Punkte, viel Geld bringen sie. Und wenn Lawrence Stroll dann weg ist, vielleicht bei Williams, es gibt keine offiziellen Aussagen, ob er mit diesem Force India Einstieg dann bei Williams irgendwas ruhen lässt oder wie das dann ablaufen wird. Auf jeden Fall machen wir uns da schon größere Sorgen, was dann da ist, denn wenn die Millionen von Stroll fehlen bei Williams, dann sieht es da sehr, sehr düster aus. Claire Williams stellt sich in der Pressekonferenz noch den Fragen. Ich habe die Ehre, mit Claire Williams dann am Wochenende noch länger einzeln sprechen zu können. Also werde ich diese Fragen auf jeden Fall stellen. Auch Robert Kubica darf ich noch interviewen am Wochenende. Also das heißt, wir sitzen da direkt an der Quelle, was die Infos angeht. Werden da auf jeden Fall nachbohren und beim Motorsportmagazin erfahrt ihr das alles Weitere. Und jetzt hoffen wir, dass wir uns auf Sportliche konzentrieren können und nicht mehr so viel über Finanzen und Kleinigkeiten da in der Formel 1 im Hintergrund sprechen müssen. Denn letztendlich wollen wir einen coolen WM-Kampf sehen und da bin ich mir sicher, in Spa gibt es den auf jeden Fall. Und wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Like-Button und abonniert unseren Channel, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis dahin, euer motorsportmagazin.com.